Guten Morgen. Wir haben Samstag früh, liegen an der scharfen Lanke. Waren gestern hier noch im Bistro, das ist ganz nett. Türkisches Essen mit Blick über die scharfe Lanke. Eines Tages fangen wir vielleicht auch mal an, unsere Landausflüge zu dokumentieren, da ein bisschen mitzuschneiden. Wir werden jetzt hier um 9 Uhr davon erst den Schlüssel fürs Klo wieder abgeben. Das werden wir gleich tun. Dann werden wir hier noch tanken und dann geht's runter Richtung Potsdam. So, gestern bei viel Wind war das hier ein recht ordentlich interessantes Anlegemanöver. Jetzt werden wir es ein bisschen einfacher haben, das ist nahezu windstill. So, nachdem wir jetzt getankt haben, fahren wir die fast leere Havel wieder runter. Die werden wir jetzt natürlich nicht komplett filmen. Wir sind schon fast auf Höhe Grunewaldturm. Wir dürfen nachher mal einen Blick nach links in den großen Wannsee. Der ist gar nicht so groß, der heißt mal so, weil es auch noch den kleinen Wannsee gibt. Da sollten sich Samstagmittag natürlich jede Menge Segler tummeln. Allerdings haben wir sehr wenig Wind. Insofern schauen wir mal, wie viele da Lust haben auf Segeln. Jetzt haben wir alles voll. Sprit ist voll. Kühlfach ist voll, Biervorrat ist aufgefrischt, Wasser ist voll. Also jetzt können wir ein paar Tage mehr oder weniger autark leben, nur Tabak fehlt. Also da müssen wir mal einkaufen gehen. Ja, und dann fahren wir die Fauninsel heute auf der anderen Seite vorbei, nicht mehr am Fähranleger. Und hinter der Kliniker Brücke oder vor der Kliniker Brücke geht es dann in neue Gefilde, nämlich runter in die Potsdamer Havel. Und wenn das alles so klappt, wenn wir an Werder vorbei Richtung Brandenburg fahren, mal schauen, ob wir es bis Brandenburg schaffen. Also nicht heute, heute bleiben wir in Potsdam, aber morgen oder übermorgen. So, jetzt sind wir tatsächlich Höhe Großer Wannsee. Der ist hier zu unserer Linken und wie wir sehen wir fast gar nichts. Kaum Segler unterwegs. Ein Einsamer zieht da oder steht da seine Kreise. Es fehlt einfach der Wind. Thank you.
ist das Frühstück vor Ankern. Das Frühstück ist schon vorbei. Aber Ankern klappt gut mit der neuen Winch. Ja. Nur wenn andere kommen, schaukelt's. Gut, war jetzt mal ein Test. Die Winch funktioniert einwandfrei. Man kann die Meter halbwegs mitzählen, ohne dass sie markiert sind. Aber wir werden uns noch kleine bunte Marker an die Kette machen. Michael wird das machen. Michael liebt so damit kleine Fisselarbeiten. Damit man auf einen Blick sieht, wie viel Meter Kette wir gegeben haben. Aber man kann so halbwegs mitzählen beim Runterrauschen lassen. Insofern passt das schon. Und jetzt werden wir den nächsten Anker wieder lichten und aufbrechen Richtung Potsdam. Weil hier ist nämlich jetzt zu warm. Genau, wir schmilzen hier langsam. Ich hebe euch trotzdem gleich mal hoch und mache mal einen Rundumblick. Oh ja, über die Ankerbucht. Wir sind nämlich nicht alleine hier. Wem leicht schlecht wird, könnte jetzt passieren. Das idyllische Plätzchen haben sich noch mehr Leute gesucht. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Brandenburger Vorstadt von Potsdam. Und dort liegt der Yachthafen Potsdam, dort wo der Kran ist. Und da werden wir mal sehen, ob wir einen Platz kriegen. We'll be right back.
der Potsdamer Havel, also speziell jetzt Yachthafen Potsdam, ist eine Subschule. Und hier ist offensichtlich so eine Art Hotspot, wenn man sich das mal anschaut. Eine komplette Schulklasse, die suppt. Parallel gucken wir übrigens gerade alle Spieler, alle Tore, weil es gibt hier auch ein vernünftiges WLAN im Hafen. Heidi verfolgt gerade die Meisterfeier der Bayern ganz gespannt, die überraschenderweise Meister geworden sind. Aber jetzt erfahren wir auch noch, wie Hertha gegen Gladbach gespielt hat und ob Bremen oder Düsseldorf in die Relegation müssen. Das ist übrigens der Hafen hier. Der ist wirklich nett. Da oben der Biergarten hatte leider zu, aber es gibt ja zur Not noch einen Ersatzbiergarten. Letzter Spieltag der Bundesliga ist vorbei. Gladbach ist in der Champions League, Leverkusen nicht, Bremer in der Relegation. Das Thema Bremen haben die jungen Leute hier am Ufer ausgiebig gefeiert. Ja, die werden wir vielleicht noch länger hören, ihr hört sie vielleicht auch nebenbei. Ansonsten haben wir uns für morgen einen Plan gemacht. Wir werden an Werder vorbeifahren, die Havel weiter runter. Die Havel ist teilweise kanalisiert, das gucken wir uns mal an. Ich bin dann nach der Wende 89, 90 irgendwann mal mit dem Dampfer durchgefahren, Betriebsausflug damals. Da war die noch naturbelassen, aber da sind wir mal gespannt, wie die Havel jetzt Richtung Oranienburg aussieht. Und wir werden bis Oranienburg fahren und dann schauen wir mal weiter. Ja. Mag Heidi noch was sagen? Heidi wir hat gerade Hildegard geschrieben, dass wir sie beglückwünschen, weil Gladbach gegen Hertha gewonnen hat. Und ansonsten sind wir glücklich, dass Hertha und Union platzgleich sind. Punktgleich nicht. Punktgleich doch. Aber ein Platz vor Union. Wir sind natürlich ein Platz vor Union. Also alles für Berlin. Nur für die Leute, die Fußball interessiert. Ansonsten sind wir hier mitten im Urlaub in Urlaubsstimmung und haben festgestellt, dass wir schon 2 Wochen am Stück auf dem Schiff sind und das schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Ja, genau. Und irgendwie auch gar nicht das Bedürfnis, nach Hause zu fahren. Ne? Nö, wir fahren jetzt erstmal weiter. Ja, genau. So machen wir das nämlich. Deshalb, bis morgen. Jo, ciao.